So Leute, einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend und danke, dass ihr noch ein letztes Mal eingeschaltet habt bei F-Zero GX Pilot Profiles. Denn ich habe ja angeschnitten die Thematik, dass es ein paar Hintergrundsachen zu entdecken gibt in diesem Spiel. Die werde ich euch jetzt also noch zeigen, ein bisschen was vorlesen. Wenn ihr also keinen Bock darauf habt, dann sei es drum. Dann danke fürs Einschalten, aber wenn es euch nicht interessiert, will ich eure Zeit nicht verschwenden. Denn so weit, so gut. Das ist nämlich alles Mögliche, was man hier noch freischalten kann. Es gibt zum Beispiel, ach ha, der ist klasse. So einen süßen kleinen Bonusfilm kann man für jeden Charakter freispielen, wenn man mit ihm einen Grand Prix auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad absolviert. Also immer so einen süßen kleinen Funny Movie. Oh Mann. Was ein Blödsinn. Okay, also back to business. Captain Falcon hat den letzten F-Zero Grand Prix gewonnen. Dieser Erfolg hat seine bereits vorhandene Popularität noch gesteigert, aber er ist über den Rennsport hinaus auch als hochbegabter Kopfgeldjäger sehr bekannt. Die genaue Anzahl der von ihm verhafteten Verbrecher ist nicht bekannt, aber sie soll extrem hoch sein. Außer der Tatsache, dass er von Port Town stammt, liegt seine Vergangenheit völlig im Dunkeln. Sein Verstand und sein Körper sind von den unzähligen Kämpfen derart trainiert, dass er jede Herausforderung meistern kann. Okay, gar nicht so viel. Was ich euch vorlesen wollte, war Mighty Gazelle. So. Pilotendaten, denn Mighty Gazelle wurde in dem Unfall beim F-Zero Grand Prix vor 4 Jahren, das habe ich gesucht, 4 Jahre ist es her, der vor zur vorübergehenden Abschaffung der Rennserie führte, am schwersten verletzt. Er entrann nur knapp dem Tode und wurde als Cyborg, der größtenteils aus mechanischen Körperteilen besteht, wiedergeboren. Da er sein Leben komplett dem F-Zero Grand Prix verschrieben hat, ignoriert er die Warnungen derer, die gegen seine Teilnahme an der Rennserie sind. Er würde nicht einmal im Traum daran denken, ein Rennen zu verpassen. Seine Lebensform als Cyborg ermöglicht es ihm, seine Fähigkeiten als Rennfahrer weiter zu verbessern, ohne einen Gedanken an den Tod zu verschwenden. Aufgrund einer genauen Analyse seiner letzten Rennen konnte er seine Reflexe noch weiter verbessern. Der Typ sieht auch jetzt schon aus wie ein Auto. Komm schon, er hat Reifen an den Schultern. Also ja, Mighty Gazelle und sein Gleiter, die Red Gazelle, finde ich richtig klasse, das Ding. So, Deathborn, denke ich mal, könnte wohl noch interessant sein. Beim Gedanken an diesen mysteriösen Piloten läuft sogar dem mächtigen Kaiser Black Shadow ein kalter Schauer über den Rücken. Nach dem schweren Unfall beim F-Zero Grand Prix vor 4 Jahren, bei dem einige Piloten auf geheimnisvolle Art und Weise verschwanden, galt Deathborn in jedem der Fälle, die von der Weltraumpolizei untersucht wurde, als Hauptverdächtiger. Deathborn ist bereits 3-mal gestorben, kam aber immer wieder zurück, indem er die beschädigten Teile seines menschlichen Körpers durch mechanische ersetzte. Durch diese Vorgehensweise ist er praktisch unsterblich. Ein Gerät, das in seinen Körper eingebaut wurde, ermöglicht es ihm, frei durch Zeit und Raum zu reisen. Dadurch kann er zu jeder Zeit an jedem beliebigen Ort auftauchen. Diejenigen, die er verabscheut, verbannt er in die unendlichen Weiten des Universums, wo sie ein herumstreunendes, vagabunden Dasein bis in alle Ewigkeit fristen. Deathborn hat sich zum Ziel gesetzt, das Universum zu beherrschen, indem er die absolute Macht erhält, die es ihm ermöglicht, Herrscher über Leben und Tod nach seinem Ermessen auf allen Planeten zu sein. Also ganz standardmäßiges, cooles Bösewichtsprofil. Mit so einer Karre kann man das auch ganz easy machen. Sieht richtig badass aus, das Teil. Schicke Karre. So. Lass mich mal sehen, ob wir noch was Interessantes haben. Das sind die ganzen Bonusfahrer, die es in F-Zero X nicht gab.
Phoenix, der, wie ich denke, ein zeitreisender Captain Falcon ist. So sieht er zumindest aus. Dann der Sohn von Samurai Goro ist vielleicht noch ganz interessant. Mein persönlicher Lieblingscharakter, Spade, aber nicht Lieblingsfahrer, denn sein Gleiter ist scheiße. Black Shadow ist bestimmt noch was wert, oder? Komm, Black Shadow ist der kaltblütige König allen Bösen. Abgesehen von Deathborn. Der von allen gefürchtet wird. Captain Falcon ist es jedoch gelungen, seine Fußsoldaten einzufangen und darum möchte Black Shadow nichts lieber als den Untergang dieses störenden Kopfgeldjägers, am besten vor den Augen von Millionen von Fans. Gut, nichts Interessantes hier. Blood Falcon, falls ihr nicht wisst, woher er kommt. Obwohl die einschlägige Rennsportliteratur das Alter von Blood Falcon mit 37 Jahren angibt, ist er ein Klon von Captain Falcon, dessen DNS wurde während seines Krankenhausaufenthalts vor 4 Jahren nach dem großen Unfall gestohlen. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ist Blood Falcon technisch gesehen nur 4 Jahre alt. Er ist in der Lage, alles zu tun, zu dem Captain Falcon fähig ist, aber wurde von Beginn auf gedrillt, den Befehlen seines bösen Meisters Black Shadow Folge zu leisten. Wisst ihr Bescheid? So, jetzt wird's allerdings auch wieder interessant, denn wenn dieser ganze Unfall 4 Jahre her ist, zum Zeitpunkt von F-Zero GX, dann kann zwischen X und GX keine große Zeitspanne liegen, denn die ganzen Fahrer, die hier beschrieben werden, sind ja auch in X schon dabei. Also hat F-Zero irgendwo ein sehr, sehr ungeklärtes Kapitel der Story. Wäre eigentlich mal wert, das alles hinzukriegen. Dann, warum ich von Silver Nielsen so fasziniert bin. Die Leute nennen Nielsen den silbernen Eisenmann. Obwohl er den Rekord für die meisten Single-Teilnahmen am F-Zero Grand Prix innehat, hat er ihn noch nie gewonnen. Im nächsten Jahr wird er 99 und denkt über seinen Ruhestand nach. Aber er hält es auch durchaus für möglich, dass er seine Rennfahrerkarriere nach dem 100. Geburtstag weiterführt. Silver liebt immer noch die alten Gleiter und wird mit zunehmendem Alter immer mürrischer. Oft übt er Kritik an den neumodischen Gleitern der anderen Piloten. Und deswegen, wie ihr seht, die Karre ist scharf. Richtig oldschool. Hat ein bisschen was von DeLorean. Night Thunder. Dann noch einen coolen Blues im Hintergrund. Was willst du eigentlich mehr? Der Alte kann's. Absolut. Mit dem Krückstock zur Karre und dann direkt auf Mach 1. Unser Superhelden-Ehepaar. Super Arrow und Miss Arrow. Oder Mrs.? Leon, alles egal. The Skull, netter Kerl, fahre ich unglaublich gerne mit, denn Sonic Phantom ist mitunter die schnellste Karre. The Skull galt einst als der beste Fahrer im F-Max Grand Prix, einer Rennserie, die als Vorläufer des F-Zero Grand Prix vor ca. 200 Jahren stattfand. Dank der unerklärlichen Mächte von Forschung und schwarzer Magie kehrte er auf diese Welt zurück, um noch einmal an den Rennen teilzunehmen. Aufgrund seiner außergewöhnlichen Technik und seiner Entschlossenheit hat er nun erneut die Chance, sein Erbe auf die neue Generation auszudehnen. Ah, ist ein netter Kerl. Hier, James McLeod. So viel dazu. Der Gleiter sieht ja schon fast aus wie ein R-Wing. Wie gesagt, James McLeod, er heißt genauso wie der Vater von Fox und er hat sogar die Uniform. Ups. Ich habe Y gedrückt. Egal, wir haben einen Bonusfilm. Ja, er hat sogar die Uniform von Fox, soll aber wirklich nicht sein Vater sein, heißt nur so. Und irgendwie ist seine Frisur meiner sehr ähnlich, was ich ebenfalls lustig finde. Sein Tanzstil allerdings nicht. Obwohl, vielleicht doch. Au!
Wow! Okay, nein, ist er nicht. 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 MacLeod ist der Anführer der Flugeinheit Galaxy Dog. Nicht Star Fox, Galaxy Dog. Er ließ seinen Kampfgleiter in einen F-Zero-Renngleiter umbauen, um am Grand Prix teilzunehmen. Da er in Zeiten des Friedens eher unterbeschäftigt ist, nimmt er bereits zum zweiten Mal an den Rennen teil, um das Preisgeld einzustecken. Seine Motivation, der neue Champion zu werden, schöpft er aus den Gedanken an seine Frau und seinen Sohn, die beide seiner Unterstützung bedürfen. So, Little Wyvern. Warum nicht? Der sieht aus wie ein Mega Man X-Boss. Und dann sind wir eigentlich schon durch. So viel zu unserem kleinen Bonus-Part. Ein paar Hintergrundinfos. Falls euch das interessiert hat. Ansonsten guckt ihr bestimmt nicht mehr. Viel mehr gibt es hier eigentlich auch gar nicht zu sagen. Das war mein F-Zero GX Let's Play. Ich hoffe, wie tausende andere Leute, immer noch darauf, dass es demnächst ein neues F-Zero gibt. Vielleicht für die Wii U, wäre doch ganz toll. Die Konsole, okay, die Konsole ist jetzt auch schon über ein Jahr alt, aber hey, hält sich bestimmt noch. Also Leute, bis denn dann, eure Meinungen zählen, schreibt mir alles in die Comments, was ich in dem ganzen Let's Play so gefragt habe. Welche Spiele wollt ihr demnächst nochmal sehen? Habt ihr Bock auf Star Fox Assault mit Facecam? Auf welche anderen GameCube oder vielleicht sogar N64 Games habt ihr noch Bock? Super Nintendo? Warum eigentlich nicht? Bisschen Oldschool kann nie schaden. Allerdings würde ich persönlich mich gerne weiterhin im 3D-Bereich bewegen. Ich habe zwar die Option oder seit Jahren den Traum, ein gewisses Super Nintendo-Spiel zu Let's Playen, aber das wird dann schon etwas sehr groß angelegt. Und ich bin immer noch in der Planung. Also, long story short, ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder. Bis denn dann. Oh, ach ja, und bitte liked, abonniert und kommentiert und habt ihr nicht gesehen, ihr kennt den Deal. Also, ciao.